Nachdem wir das Kapitel 1039 bekommen haben, gibt es schon einige Spoiler zum Kapitel 1040. Diese wie immer für euch kurz und knackig zusammengefasst. Was geht ab, Leute? Ich bin's, Kaito Ake, und ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Detektiv Conan Spoiler-Video. Der Fall hat ja schon so ein bisschen mystisch-magisch angefangen, meiner Meinung nach, denn wir haben hier schon von Anfang an einen Hauch Rivalität, der in der Luft liegt. Ja, ganz besonders natürlich in Bezug auf Heiji und Shinichi. Es gab einen Code, der von Momiji initiiert wurde, und nun haben sich natürlich alle aufgemacht, diesen Code zu lesen. Von daher war direkt der Kampf zwischen Ost und Westdetektiv gegeben. Und natürlich wissen wir auch, spätestens seit der Klassenfahrt, dass Heiji Shinichi ausstechen möchte. Zum Beispiel auch mit einem Liebesgeständnis. Die Kulisse war ja in Kyoto so krass. Er war da so ein bisschen neidisch und er muss natürlich jetzt auch seiner lieben Kazuha das Liebesgeständnis machen. Und ich bin der festen Überzeugung und Meinung, dass das Ganze in diesem Fall realisierbar ist. Ja, das heißt also, er möchte Kazuha beweisen, dass er ein besserer Detektiv ist, dass er besser ist als Shinichi. Und dieser Fall wurde dann letztendlich auch gelöst von beiden gleichzeitig. Das heißt, es war wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Keiner hatte wirklich die Nase vorn, aber es muss hier einen Gewinner geben. Und der Butler von Momiji hat das Ganze dann so gesagt, okay, wir treffen uns da, wo wir den Code bekommen haben, ja, auf dem Dach des Heido-Hotels, wo dann Momiji mit dem wunderbaren Helikopter gelandet ist, und man sollte quasi aufklären, was dort vor sich geht, und derjenige, der das kann, ist dann letztendlich der Gewinner. Wo dann Shinichi und Heiji eingetroffen sind, ist dann zufälligerweise eine neue Leiche aufgetaucht, was dann demzufolge nach der Startschuss war für die neue Challenge der beiden Detektive. So ist also dieses Kopf-an-Kopf-Rennen immer noch aktuell, wird weiter geschürt, aber es scheint wirklich so, dass in diesem Kapitel bislang laut den Spoilern noch nichts wirklich Plot-Relevantes vorhanden ist. Soweit, so gut. Wir müssen uns jetzt ein bisschen mit der Theorie beschäftigen. Ich hoffe, da kommt noch etwas an zusätzlichen Spoilern rein. Wenn nicht, ist das schade. Meiner Meinung nach aber nicht so schlimm, denn wir müssen uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass der Fall an sich ja über 5 Kapitel geht, ja? Wir haben also 5 Kapitel und das ist jetzt quasi erstmal das zweite Kapitel. Das heißt, wir haben noch viel Spielraum nach oben. Und eine Sache sei an dieser Stelle nochmal gesagt. Und zwar gibt es keinen guten Film, der nicht etwas Zeit gebraucht hat, um Spannung aufzubauen. Vielleicht ist das dieses Spannungsaufbaukapitel, man weiß es nicht. Mein Instinkt sagt mir, wir sollen die Sache einfach so annehmen und einfach uns überraschen lassen, denn mehr als enttäuscht werden können wir nicht, was uns der liebe Gosho bestimmt nicht antun wird. Schreibt mir mal eure Gedanken und Meinungen in die Kommentare, würde mich wahnsinnig drüber freuen, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, euer Kaito Akai.